Wenn es ein Spiel gibt, welches Nintendos Wii U-Konsole wieder zurück in die Spur der guten Verkaufszahlen führen könnte, dann ist es ohne Wenn und Aber Mario Kart 8. Mit vielen unterschiedlichen Charakteren aus dem Mario-Universum auf insgesamt 32 Strängen um die Pole Position fahren und sich dabei mit diversen Items das Leben schwer machen. So ist Mario Kart und so lieben wir es. Bei den Items gibt es übrigens ein paar neue, zum Beispiel der Boomerang, mit dem wir Feinde abwerfen können, oder auch die Superhupe. Dank dieser können wir endlich die ungeliebten blauen Stachelpanzer abwehren. Auch wenn sich Mario Kart wie Mario Kart spielt, Fans merken schnell, Nintendo hat etwas am Balancing geschraubt. Bis zur letzten Runde auf den hintersten Platz bleiben, dann ein Super-Item bekommen und direkt auf die vorderen Plätze rasen, tja, dieser Plan funktioniert nicht mehr. Außerdem neu in Teil 8, ihr könnt jetzt an den Wänden und an der Decke fahren. Das sieht cool aus, bringt Abwechslung in die Streckenoptik rein, spielt sich aber nicht sonderlich anders. Deutlich sinnvoller ist da das Zusammenbauen des eigenen Karts. Das ist zwar nicht neu, aber es gibt jetzt neben Motorrädern und den normalen Karts auch Quads. Je nachdem, wie ihr euer Kart zusammenschustert, ist es schneller, wendiger oder beschleunigt fixer. Was noch immer sehr vernachlässigt wird von Nintendo, mehr als nur die normalen Grand Prix könnt ihr nicht im Einzelspieler fahren. Ein toller Umfang ist das nicht, aber Mario Kart sollte man ja eh mit Freunden zocken. Das funktioniert zu viert an einer Konsole oder natürlich mit bis zu 12 Leuten online. Zwar ist gerade der Online-Modus nicht sonderlich umfangreich, aber dafür immerhin sehr stabil. Grafisch ist Mario Kart 8 ein richtig hübsches Game. Vor allem die vielen Beleuchtungen sehen einfach klasse aus. Zwar schraubt die Wii U die Grafik bei 2 oder 4 Spielern deutlich runter, Spaß macht es aber dann noch immer. Vom einstigen Verkaufsargument der Wii U, dem Gamepad-Controller, merkt man im Spiel übrigens nichts. Besondere Funktionen bietet der Controller nicht. Mario Kart 8 ist erneut ein richtig unterhaltsamer Funracer. Das liegt allerdings eher am eigentlichen Spielprinzip als an den Neuerungen und den Umfang. Gerade im Online-Modus lässt Nintendo viel Potenzial liegen. Vor allem aber mit mehreren Spielern ist und bleibt Mario Kart mit Teil 8 der perfekte Funracer.